Einen flauschigen Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir überlegt, die Orb-Views kamen ja an sich gut an, deshalb wollte ich unbedingt ein neues machen. Daraufhin bin ich auf griefer.info gegangen, habe geschaut, was ist denn die größte Farm, die es komplett auf Griefer Games gibt. Und dann sehe ich City Build Evil Spawner 600. Home, Hashtag AOG. Gut, beim Hashtag, da brauchen wir uns nicht wundern. Wir wissen alle, dass die Geld ohne Ende haben. Aber bei Hashtag AOG landen wir bei diesem Teil hier. Und das Gute ist, wir haben es gerade Sonntag, 11.40 Uhr. Wenn ich hier mal reinschaue, die ganzen Spawner sind komplett gefüllt. Die sind nicht alle komplett geupgradet. Manche schon, manche nicht. Und da dachte ich mir, ich tue jetzt alle Spawner, die hier platziert sind, leeren, gebe sie dann beim Orb-Händler ab und dann schauen wir eben, wie viele Orbs man aus diesen ganzen Spawnern denn innerhalb von 1-2 Stunden, keine Ahnung, wie lange das jetzt dauern wird, eine Stunde rechne ich auf jeden Fall mit. Aber ansonsten würde ich sagen, mache ich eine kleine Timelapse und dann sehen wir uns gleich wieder. Nach über 2 Stunden habe ich eine Seite von dem ganzen Spaß hier leer geräumt. Bedeutet, ich halt der ganze linke Teil, der wurde jetzt geräumt. Der spawnt natürlich in der Zeit schon wieder hier gut nach. Den rechten Teil werde ich mir jetzt ersparen, weil sonst sitze ich hier bis sonst wie lang. Das sammle ich hier mal noch alles ein. Warum? Ach so. Okay, dann lasse ich das mal für den liegen. Der sammelt das dann wahrscheinlich hinterher dann ein. Der schmeißt sich das erst hin. Okay, dann lasse ich das hier mal alles liegen für ihn. Ansonsten würde ich jetzt den Teil mal den 2 multiplizieren, weil hier sind auch schon einige geupgradet und manche auch nicht. Deshalb würde man da sehr gut auf das Gleiche hinauskommen. Die ganzen Kisten hier sind jetzt alle vollgepackt und deshalb würde ich jetzt mal meinen, ich gehe jetzt auf verschiedene City Builds, schaue, wo ich den besten Preis für das ganze Zeug bekomme. Und ja, davor zeige ich euch am besten noch meinen Kontostand. Der ist gerade bei 2,7 Millionen Orbs. Damit auch nicht heißt, oh, der hat wieder geschummelt. Da gab es beim letzten Mal irgendeinen Kunden, der meinte, dass ich irgendwie gemogelt habe, obwohl ich im selben Video gezeigt habe, dass es ja nicht so ist. Deswegen war dieser Kommentar komplett sinnlos. Aber hier sieht man 2,7 Millionen. Und hier sehen die ganzen Kisten jetzt voll. Für die Leute, die jetzt immer noch skeptisch sind, auf meinem Zweitkanal TeddyTV, das Video dazu unten in der Beschreibung verlinkt. Dort lade ich die komplette Timelapse hoch, wie ich das ganze Plot leer mache, damit es auch für den letzten Skeptiker hier ja gut vorzustellen ist, dass ich das hier nicht mehr sonst wo alles erschnort habe. Ansonsten verkaufe ich das ganze Zeug jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt alles verkauft. Ja, man kann es vielleicht schon in der Kamera sehen. Es ist ein bisschen dunkler geworden. Ich habe das Video 11.40 Uhr angefangen und jetzt ist es freaking 19 Uhr. Und ich habe die ganze Zeit nichts anderes gemacht, außer die Spawner geleert. Das ganze Zeug hier gelagert, hat ein paar Doppelkisten gekostet. Dann habe ich alles zu Stein umgecraftet. Dann bin ich über alle CBs gerannt, um den besten Preis rauszubekommen. Habe dann noch nebenbei alles notiert und jetzt zum Schluss ausgerechnet. Und dann habe ich noch die ganzen, ja, das ganze Plot wieder aufgeräumt. Ich habe noch nie so lange für ein Video gebraucht. Ich will nicht mehr. Damit wir das Trauerspiel jetzt beenden können, endlich. Ja, ich sag mal so, am meisten Orbs haben sogar dann die Steine gebracht, weil ich ja eben am meisten Doppelkisten davon hatte. Und Stein, beziehungsweise Bruststein plus Kohle, gibt halt die Steine und die geben pro Stein 10 Orbs. Deswegen habe ich allein durch die Steine 2,31 Millionen Orbs gemacht. Wir können auch hier mal zum Orbhändler gehen. Ich habe insgesamt jetzt 7,5 Millionen Orbs. Wir haben bei 2,7 angefangen. Wenn ich jetzt hier alles richtig ausgerechnet habe, dann habe ich allein durch die Hälfte von diesem AOG-Plot 4,5 Millionen und ein paar zerquetschte Orbs gemacht. Das heißt, vom ganzen
wenn ich jetzt alle Spawner geleert hätte, wäre ich wahrscheinlich auf gute 9 Millionen gekommen. Vielleicht auch 10 Millionen, wenn nicht überall manchmal der Preisverfall gewesen wäre. Das war bei den Steinen jetzt am meisten so. Sonst hätte ich da locker nochmal viel mehr rausbekommen. Würde ich das Ganze jetzt empfehlen? Jein. Wenn man ein paar Spawner leert, ist okay. Alle ist jetzt schon ein bisschen Hardcore-mäßig. Vor allem, was wir jetzt am Ende richtig abgefuckt hat. Ihr seht es im Scoreboard. Achtet mal auf die Spieleranzahl. 170 von 170. Die ganze Zeit. Immer wenn du den CB verlassen hast, um Sachen zu verkaufen, musst du auch wieder erstmal auf Evil draufkommen, damit du an dein Zeug rankommst. Und wenn die ganze Zeit voll ist, jetzt wisst ihr ja, wo die ganze Zeit hin ist, ne? Also falls ihr nicht aktiv City Build Evil Spieler seid, dann würde ich das eher nicht in Betracht ziehen, diese Farm. Das ist zwar die größte, da ist auch so gut wie eigentlich immer alles voll. Ich kann jetzt nochmal nachschauen gehen, nachdem ich hier die halbe Seite abgegrast habe. Okay, der hier ist, glaube ich, vorhin auch schon hier. Die sind schon wieder alles voll. Alles ist hier schon wieder voll. Das gibt's ja gar nicht. Bedeutet, wenn ihr richtig hobbylos seid oder auf Orbs suchten wollt, dann, ja, ihr könnt die Spawn-Farm benutzen. Ihr habt 24/7 zu tun. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir diese Stundenarbeit belohnen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Hier gibt es jeden Dienstag um 17 Uhr ein neues Video auf diesem Kanal. Ich werde jetzt auch wieder aktiver auf Twitch. Link dazu unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.